bei dir. So, und ja, deswegen darf ich mal so machen. Blutchester. Ich habe es mir immer nicht geöffnet, Leute. Was für ein Wahnsinn, ne? Liegt schon jetzt so eine Woche hier. Und sie wird immer noch nicht geöffnet. Das ist irgendwie traurig. So, ich würde sagen, wir öffnen sie. Also ist Juli 2000. Ich sage es nicht ganz lang, weil sie sieht ja mal kurz da immer das. So. Ja, da haben wir dieses Heftchen. Gepriesen sei unser Gott. Ja, genau, gepriesen sei unser Gott. Ja, also der Computer kommt gleich. Also das Problem ist einfach nur die neue, nie wieder kriege ich hier auf meinem PC. Und die ist ja immer endlos ausverkauft. Und ja, also laut unseren Lieferanten oder so. Also, ich kriege sie. Hallo, Betty, sie ist wach. Guten. Hallo. Ja, also ja, hier haben wir so ein Heftchen. Also wie gesagt, alles, was ich nicht will, das verlose ich irgendwann mal, ne? So, also das lesen wir noch nicht. Weil, naja, ihr wisst ja, da steht ja alles immer drin. Okay, was machen wir? Fangen wir mit T-Shirt an. Ich bin noch wach. So, ich mache hier alles schon rein. So, lala. Ich glaube in real nicht, an Gott. Ich auch nicht. Muss ich sagen. So, ein McCoy. Das ist ganz so zerknittert. Ich bin auf, aber trotzdem müde. Ja, wenn du das geschafft. Juhu, freut mich für dich. So, wir haben hier McCoy. Wenn jemand weiß, was es ist. Ich weiß gar nicht, was es ist eigentlich. Ehre an Lucifer. Ja, ich glaube, also, ja, ich glaube auch nicht an Gott, weil, keine Ahnung. Naja, ich wollte das Thema, möchte ich gerade nicht so ausweichen. Ja, lieber würde ich in die Hölle geraten. Dann würde ich die so, wisst ihr, so die Höllenherrscherin werden, so. Soll ich alle so, die Sünder so bestrafen. Ja, aber gibt es das T-Shirt? Ich kenne das gar nicht, was es ist. Sagt mir jetzt gar nichts. McCoy. 66, Kappa. Ja, ich meine, eine alte Kollegin von mir, die hat 66 als Nummernkennzeichen. Ist cool, ne? So, das ist jetzt ganz cool. So eine Uncharted-Figur. Sehr cool. So, wir machen mal auf. So. Eine kleine AK. Für den Mister-Ding. So. Auf, wie ist ja schon ganz lose hier drin. Oh, wie süß er irgendwie aussieht. So wie ein kleines dickes Lego-Männchen. Das war. Kennt ihr das immer so? Wenn ihr so Figuren öffnet, die stinken oder so, so. Wie heißt das immer? Plastik. Plastik. So von. Muss die so geldgeil sein? Oh mein Gott, Twitch, fuckst du ab. Woher müssen die so geldgeil sein? Oh je. Muss man den wieder laden? Also, wenn das mir so riecht, man geht eine Sekunde aus Twitch raus und 5 Sekunden schauen. Schau nun. Was ist los bei dir? Lade es bei dir? Ja, also, wisst ihr, wie ich meine, wenn es so rein riecht, stinkt das immer nur so nach Plastik und so. Also die Werbung, oh mein Gott. Ich hasse die auch immer. Kennt ihr diese Werbung? Kommt bei auch ab und zu diese Werbung? Kommt die nun mal wie Bibis Beauty Place hier? Ich finde sie immer so geil, diese Werbung. Ihre Wimpern. Und jetzt auch für die Bikini-Zone. So geil irgendwie. Kommt bei mir ab und zu. Du hast doch bestimmt schon einen Mann, obwohl du aussiehst. Nicht böse. Ich bin schon 21 und ja, ich habe also Mann, aber einen Freund, ja. Der schläft sogar jetzt zwei Zimmer weiter, was sehr selten bei uns ist. Ja, der kleine Nathan Drake. Sie ist 36. René! Wie René mich immer älter macht. Was geht typisch? Okay. Da will ich gerne einmal gebannt werden. ja. So, wir haben hier den kleinen Nathan Drake. Da oben. Will hier jemand Beef? Ja, ich möchte Beef, bitte. Ich möchte Beef. Ich möchte gerne Beef. So, dann machen wir weiter. Hier haben wir einen Mario. Haben wir hier. Ups. Einen kleinen. Ja, ich bin auch schon beim Überlegen. René, warte mal.
Nee, ich bin hier. Warte mal. Ja, Silent tut gerade schlafen, also der Vorteil ist schlafen. Ich glaube, er hat davor schon. Ich habe jetzt mich gekümmert, weil du bist der Ersatzmod heute. Wenn es was. Wer? Ja, wer Beef will, also wer Beef will, Betty hat gekocht. Ja, wir haben hier so kleine Buhanhänger. Voll geil eigentlich. Ups! Scheiße. So ein Buhanhänger. Nächstes Mal schlage ich den Sande. Oha. Aha. Betty macht ernst. Lol, warum dauert das denn so lange? Oh, das habe ich wirklich gemacht. So, weiter geht's. Ich komme hier ganz raus, ihr schreibt gerade so viel. Buh, bester Mann. Buh, bester Mann. Ja, ich finde auch, ich lege Buh. Oh, mein Akku ist gerade leer. So, ein Comic hier. Von Star Trek, Prometheus. Cool, Prometheus habe ich vor kurzem geschaut. Den Film. Habe ich noch nie geschaut gehabt. Wie findet ihr eigentlich Prometheus? Kennt ihr den Film? Ich fand ihn nicht so gut. Warum kommt mein Follower dort nicht? Oh, ich habe den Follower vergessen anzustellen. Aber der Gott von allen, vielen Dank für den Follower und. Leute! Vielen Dank für den Follower, willkommen in der Folge. Gesagt. Was alles? Ist noch kein Bock auf dem Anal? Okay, Leute, was ist denn heute los? Okay. Warte mal. Oh mein Gott, was ist denn heute los? Okay. Bye. Ja, also ja. Okay, also. Jetzt bringen wir alle hier draus. Aber ich mag kein Star Trek. Ihr könnt mich jetzt ausprobieren, wie ihr wollt. Ich mag kein Star Trek. Ich hab's noch nie geschaut. Und ja. Ja, dann haben wir eine Tasse. Ich weiß ja, ich liebe ja Kaffee und so. Ja, das ist ungeziefer. Wir kommen diese Zeit. Mit der Banane ist keine gute Idee. Ja, eigentlich läuft es immer gut mit der Banane bisher, aber naja. Eigentlich wärst du ja recht Gott, ne? Also. Ja, dann haben wir hier so eine Tasse, eine Hobbytasse. Star Trek, Dreck. Ja, ich mag es auch nicht. Also, ich habe es mal versucht zu schauen, aber nee, hat mir nicht so gefallen, muss ich sagen. Also, hier haben wir eine Star Trek-Tasse. Eine Star Trek-Tasse, eine Hobbytasse. Jetzt kommen wir drauf ganz durcheinander hier. Liebe ich, weil in einer, ja. Also, weil ich also Tassenfan bin. Diese Schachtelkappen auf. René hat schon 17 Stunden ausgehalten. Wow. Und 458 Bananen. Und dann hat Bibi ist er. Okay. Dann haben wir hier ein Rainbow Drops. Halten bis 1.2017. Noch lange. Also, ja, ich mag solche Süßigkeiten nicht. So. Wir haben hier einen Star Trek. Ich habe Fruchtdose. Oh je! Okay, wer ist alle Banane von der Gott? Und wir geben ihm unsere Schokolade. So, wir haben hier einen Star Trek Move Air, also so ein Rangbin. Falls sich jemand für Star Trek interessiert. Sowas. Interessiert mich nicht, kenne ich nicht, weil das trägt. Hält das Bock? Lange, lang ist es her, als ich den Stream geschaut habe. Ja, Betty. Die war auch lange nicht mehr online. Ich war ja eine Woche Pause gemacht. 3 Stunden hast du. 100 Bananen hast du. Und du bist ein Falkis-Anhänger. Also, es wird so Star Trek. Star Trek, Star Trek. Mag ich nicht. So, das ist aber was Cooles. Das ist extra für mich. Das ist was Cooles. Das ist echt was Cooles. Pass auf. Pass auf, pass auf. Nämlich. Trommelwirbel bitte. Breaking Bad Eiswürfelmacher. Ist doch voll cool. Muss alles sagen. Ja, Star Wars mag ich, aber ich mag kein Star Trek. Das ist das Lustige. Mit Star Wars komme ich klar. Sehr gut sogar. Aber Star Trek? Genau, das ist ja cool. Also, geil, oder? Ich liebe so Eiswürfelmacher. Und ich muss sagen, sowas würde ich mir nie selber kaufen. Muss ich sagen. Ja, so, ich mache wieder in diese Kiste rein, dass ich nicht nehme. Und wir lesen das dieses Heftchen durch. So, hallo Luther, bla bla bla, Platz Nummer 27. Da kann man wieder überall gewinnen, also.
Okay, also das T-Shirt ist ein Star Trek und Dr. House T-Shirt. Also, wenn irgend so ein Star Trek-Fan hier ist, weiß jemand, was das heißt? Okay, ich würde das verschenken, also würde mal verlosen. Dann haben wir eine Neven-Break-Statue, die bleibt hier. Dann haben wir hier so einen Poo-Anhänger gehabt. Eine Tasse haben wir gehabt. Wo ist die Tasse? Hier ist die Tasse bei mir. Dann haben wir, ja, da gibt es ja auch von Herr der Ringe eigentlich. Dann haben wir hier, ja, ein Star Trek-Anhänger. Kommt auch in die Box wieder zurück. Verkaufe ich. Dann die Rainbow Droppers. Leonardo McCoy, kennst du mich? Nee. 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 Verurteilt mich jetzt nicht. Und ein Star Trek-Dienst. Also, ich werde irgendwann so mal so ein Paket Star Trek, also, oder auf alle Fälle mal so ein Star Trek-Paket machen. Also, so verlosen. Du bist jetzt so drei Sachen und so Süßigkeiten, die muss ich nur bis 1.7. verkaufen, verlosen. So, wenn ich mir einen neuen PC habe, machen wir das alles. So. Ja, da haben wir jetzt eigentlich alles. Was eigentlich? So. Ja, legen wir jetzt mal alles weg, 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 weg. Ich starte nämlich jetzt die PS4. Ich habe alle meine Hebel mal immer aufgeladen. Und ja, weg von den Nutten. Und rein. Zum Zocken, würde ich sagen. Weil es ein bisschen schnell hinten, weil ich wollte es unbedingt schon mal öffnen. Und jetzt gibt es das ja schon. Das ist der Original-Kirk. Echt jetzt? Nenn den Stream doch Lesestündchen. Süßes T-Shirt. Süßes T-Shirt, findest du? Ja, ich könnte ja so ein bisschen vorlaufen, ne? Weil der Gott, also wenn Gott das sagt, ne? So, hallo lieber Luther. Es ist soweit, es ist wieder soweit. Lesestunde ist bei mir sehr schlecht, meistens auch. Was hat sich den Weg zu einer Türschwelle überstanden und wartet nur noch darauf aus, gelobt zu werden. Juhu! So, und das Gewinnspiel, weil da gibt es ein von Game of Thrones. Ihr wisst ja, ich bin ein Riesenfan. Oberriesenfan. Jeden Monat veranstalten wir ein YouTube-Gewinnspiel. Okay, das ist eigentlich auch irgendwas ist da hier immer. Da gibt es 10% Rabatte. War Absicht. ja. Pentashop, so wie hier Sport. Ist klar, immer die Ausreden. Ja, also. Ich würde auch auf alle Fälle empfehlen, ich habe es da nämlich geschaut noch. Ich habe immer Soße. dann müsst ihr so denken, ich brauche nur die erste Seite anzuschauen. Und das ist alles schon wert von 30 Euro. Und ich zahle die 35 Euro. Wir haben noch dazu nochmal vier Sachen. Und dieser 35 Euro für die Box, also die lohnt sich echt, Leute.